Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von der Crafting Challenge. Ja, der Stress ist groß. Die haben hier ein Monsterchen unter dem Bett. Na sowas. Ja, das hier ist die Folge 53. Das werfe ich mal noch schnell ein. Es ist morgens kurz nach 5. Die perfekte Zeit, um seine Eltern zu wecken. Hallo, ich habe da ein Monster. Würdest du vielleicht mal kommen? Guck mal, wie freundlich sie fragen, ne? Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass die das jetzt irgendwie hier richten können. Julina könnte ja mal das Monster unter dem Bett einsprühen. Ja, voll der Panik hier. Jetzt kommt mal hier hin. Und damit ihr dann auch seht, was hier gemacht wird. Hast du das gefunden, Julina? Ach Mensch. Schön. Da muss man nur noch ein Bildchen machen. Also schreien können sie gut, ne? Hier, Krise kriegen und alles. Ja, ja. Das funktioniert schon mal. Gut, Charlie, du gehst noch mal ins Bett. Und Julina, ja, ist ja hier noch nicht ganz fertig scheinbar. Abwarten, was geschieht. Ja. Nee, komm, das hat auch schon die Mutti gemacht hier. Ja. Abwarten, was geschieht. Weil die müssen irgendwie dabei sein, glaube ich, sonst wirkt das irgendwie nicht so ganz. Die müssen das irgendwie sehen. Hatte ich zumindest mal vor einiger Zeit gedacht. Dass das nicht geklappt hat, als die nicht im Zimmer waren. Oh, da wird schon schön gedankt. Ach toll. Danke, Mami. Guck mal an. Ja, das Monster ist jetzt weg, auch für dich. Ja. Wunderbar. So, heute ist Dienstag. Ihr müsst natürlich dann in die Schule. Ich glaube, du müsstest dir noch mal eine Mütze voll Schlaf besorgen, ja? Tu mal die Brombeere essen und die Möhre. Ist das dein Bett? Nein. Das ist dein Bett. Ja, und die Hausaufgaben hatte ja keiner gestern gemacht. Du könntest aber mal schnell duschen gehen. Oh, was ist denn hier? Nagende Verbitterung. Jackie erträgt es einfach nicht, in der Nähe eines Sims zu sein, gegen den sie einen Groll hegt. Eieiei. Eieieiei. Oh, du musst ganz dringend. Ja gut, dann musst du jetzt mal kurz warten. Löschen alle Kerzen, besser ist es. Ja, ich habe hier rumprobiert wegen diesem Problem mit der Treppe und so. Ich habe es nicht hingekriegt, Leute. Entweder das Licht war total falsch. Oder die Treppe war nicht nutzbar. Also irgendwas war immer. Jetzt habe ich das halt so gemacht, wie es standardmäßig ist. Also ich habe jetzt keine größere Lücke gemacht, weil das funktionierte irgendwie nicht. Ach so, und was ich auch noch gesehen hatte, dass das hier, glaube ich, zu nah ist. Irgendwie macht das hier Probleme. Und wir schieben das einfach mal ein Stück vor. Das Schöne ist, die rasten jetzt da einfach ein. Das heißt, wir brauchen nur eins schieben und dann rasten die da wunderbar ein. So, ich glaube, deswegen hatten die da ja Probleme beim Kochen und so. Gucken wir mal, ob wir das jetzt behoben haben. Oh, Moment mal, falsch ist auch. Ja, ja, das hätte ich eigentlich eben dran denken können. Ein bisschen weiter rüber noch. Ja, genau. So, na, so. Ja, so. Upsala. Na, dich wollte ich nicht. Gut. Sie ist am Duschen. Julina macht sich bald in die Hose. Du bist noch mal am Schlafen. Na, worüber denkst du nach? Outfits ändern. Und zwar mal dein neues. Und dann kannst du auf die Toilette gehen. Und die kleine Maus kommt mal, ja, eigentlich hier hin. Weil wir holen jetzt aus dem Kühlschrank unser Frühstück. Das müssten diese Tacos sein.
Ja, hier. Tofu-Tacos. Extra. Oh, was ist denn hier? Gegen wen hast denn du jetzt hier einen negativen... Ach so, das sieht man nicht. Müsstest du das sein? Nö. Dann ist es vielleicht dein Papa. Hm? Ah ja, schwelender Groll. Ich habe ja schwellender Groll gesagt, aber ich glaube, das heißt schwelender. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie haben es die Kinder immer mit den Eltern. Ich meine, das kennt man ja, aber ich dachte, das ist erst bei Teenagern so. Mach mal die Kerze an hier. Oh. So, und du musst aufstehen und auch was essen? Oder nee, warte mal. Ich glaube, du müsstest... Ja. Oh. Vielleicht gehst du duschen? Ah ja, du kannst... Oh, du hast gar nicht genug geschlafen. Ja gut, dann geh noch mal ein bisschen ins Bett, Julina. Das ist natürlich wichtig. Na, schmeckt's? Schmackofatz, hä? Oh, ich mag deine Augen. Schön grün. Geh mal noch näher ran hier. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir für dich wirklich ein Haustier kriegen. Also ein Hundilein wäre ja eigentlich schön, oder? Du wolltest lieber eine Katze. Ja, ich glaube, das schaffen wir ja irgendwie. Wir müssen ja einen Streuner adoptieren. Es sei denn, oh, das hast du, glaube ich, zu viel gefuttert. Du bist schon fertig. Nee, bist du nicht. Schnell duschen. Naja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Räumst du auf? Das ist gut für deine Werte. Apropos Werte, da schauen wir mal rein. Du bist unser Genie. Ja, es tut mir echt leid, aber es gibt gerade kein Klo. Und du gehst jetzt sowieso in die Schule, Maus. Oha, wie sieht denn das aus? Ja, also ich hätte gern, dass wir uns auf eins auf jeden Fall konzentrieren, jeweils. Ich weiß nur nicht genau, wer was kriegen soll. Sie ist ja ein Genie. Sie könnte ja im Prinzip vielleicht Konfliktlösung bekommen. Und vegetarisch ist sie, da würde ich sagen, also Sophie könnte ja eigentlich empathisch sein, oder? Können wir uns ja mal überlegen, ob wir das so machen. Jetzt drücke ich mal wieder Play und dann geht's weiter. Oh, du hast da noch mehr gefunden. Ja, Verantwortung. Oh, du musst jetzt in die Schule. Ich hoffe, du findest eine Toilette in der Schule. Ja, die Hausaufgaben haben wir nicht gemacht. Die müssen wir, also die würde ich schon ganz gerne dann auch machen, wenn sie heute aus der Schule kommen. Weil jetzt immer dann keine Hausaufgaben machen, ist ja auch doof. Freundschaft schließen erstmal, ja. Die haben ja, glaube ich, noch keine. Ja, gut, der Luke, der war, glaube ich, am Geburtstag da. War jetzt so aus der Schule. Ach, guck mal, wer bist du denn? Oh, die ist ja knuffig. Das ist das Kind von der Tinker. Ja, Charlie, du musst aufs Klöchen. Das tut mir ehrlich leid, dass du das jetzt reparieren musst. Aber du bist ja total schnell in sowas. Du bist ja schnell wie der Wind, es sei denn, du bleibst einfach sitzen. Charlie, mach dich auf die Socken. Ja, mit einem Handumdrehen sozusagen. Oder 5, 6, 7. Okay, wir zählen es nicht. Verwenden. Und du hast 3 gewöhnliche Tuning-Teile und 1 Teil für Sanitär.
ergattert. Ja, wer ist denn hier der Stinky? Das bist du aber nicht. Schlechte Umgebung. Ach so, ja, weil es hier nass. Nass ist, ja. Muskelschmalz und Aufwischen. Und danach kannst du mal schön duschen gehen. So, dann spulen wir mal ein bisschen. Wir haben 11 Uhr. Eigentlich kann sie jetzt auch aufstehen. Weil sie muss ja nicht wirklich, ja, so lange jetzt noch schlafen. Gut. Ja, Julina, für dich steht heute so einiges an. Ach ja, Tina, lass uns zur Geekong gehen und unser Können an den Videospielen unter Beweis stellen. Sie haben dort ein paar Motion Gaming Matten, die um einen neuen Highscore betteln. Ja, geh alleine, es tut mir echt leid. Weil wir haben viel zu tun. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Stuhl anfertigen, den wir auch an den Schreibtisch stellen können. Und wir brauchen noch einen Stuhl für den Esstisch. Ja. Gut, dann nehmen wir das. Na schade, das hätten wir auch hier blau gebrauchen können, ne? Aber wir haben keine Farbe. Ich habe die Kerze angelassen. Ja, Charlie, was könntest du denn noch machen? Wie sieht denn das mit deinem Backen aus? Level 7, das heißt, das ist abgeschlossen. Das kann der Charlie jetzt perfekt. Also für die Challenge. Man kann natürlich bis Level 10 hochgehen, aber das müssen wir nicht unbedingt. So, dann haben wir Geschicklichkeit 10, das ist auch Voraussetzung. Und was nehmen wir dann noch? Kochen oder Garten, haben wir gesagt. Ne? Oder was haben wir gesagt? Ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, der Charlie könnte jetzt wirklich mal... Na gut, er könnte das Tagebuch schreiben, ne? Aber er könnte ja erstmal sein, dass man da nichts mehr sieht hier einfach. Mensch. So, er könnte mal sein Buch weiterschreiben. Der Weihnachtszwerg. So, gucken wir mal, wie das hier läuft mit dir. Na, klappt das? Wieso ist denn hier alles aus? Dieses Zimmer? Ah, viel besser, wenn es hell ist, ne? Hey! Ja, hey, hast du eine Idee? Der Weihnachtszwerg machte sich in seinem Sommerurlaub auf dem Weg nach... Ne, da, wo wir halt wohnen. Hier ist nämlich am schönsten. Genau das hat er jetzt gesagt, ne? Und ja, da traf er dann... den Sandzwerg. Naja, auf jeden Fall in seinem Urlaub hatte er ganz schön viel abgenommen durch die ganzen Kokosnüsse und Ananas. Und naja, auf einmal war er kein Weihnachtszwerg mehr, sondern eher so ein... naja, auf jeden Fall passt ihm seine ganzen Weihnachtshosen nicht mehr. So, wir machen jetzt noch einen Stuhl. Ah, ich hätte schon gerne eigentlich eine andere Farbe, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Wir können auch eine Stehlampe machen. Weil die müssen wir auch anscheinend haben. Dann machen wir die erstmal. Und dann könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir noch mal ein paar Farbstoffe finden. Alle gießen. Na, tun wir mal einschalten. Was mit dir? Okay. Sie ist wieder da. Also, ich weiß nicht, was mit der Trixie ist, aber momentan funktioniert sie wieder. Und sie bewegt sich sogar. Ihr habt das ja alle gesehen. Die war mal tot. Ja. Das ist eine ganz mysteriöse Pflanze, das da. Noch mysteriöser als so schon. So, hier steht immer noch alles gießen. Ich sagte, du kommst da nicht ran. Boah, ernsthaft? Ist das zu nah dran? Was ist das denn für ein Käse? Hä? Nein. Der geht auch nicht.
Okay, keine Ahnung. Also, naja. Das ist ja was, also. Also die hätte doch echt gemusst, ne? Eigentlich. Aber die wächst hier schon. Oh, Sophie hat Gideon in der Schule getroffen. Schreiben Level 4. Charlie kann jetzt Gedichte schreiben. Außerdem kann er anderen Sims Liebesmails schicken. Oh. Julina, da kommt ja was auf dich zu, hä? Oh, du bist fertig. Sehr gut, dann kannst du jetzt mal hier noch Kerze machen. Nee, Zutaten kaufen dürfen wir nicht. Oh, geschnitzte Kerze. Hm. Ja, dann mach das mal. Na gut, wir könnten eigentlich für die zwei auch noch ein schickes Bett machen. Aber die behalten erstmal das aus dem Müll gefischte Bett. Ja. Na? Wie lange brauchst du denn für dein Buch? Oh, du hast gar nichts gegessen. Alter, dann tu mal schnell gießen, Charlie. Und danach musst du was essen. Öffnen. Ich hätte gerne das Öffnen wirklich ganz vorne hier. Das wäre viel, viel besser. Ich glaube, in Sims 3 war das auch so. Aber gut. Das ist, ja, es wäre einfach besser. Obstsalat. So, und du musst jetzt natürlich hier stehen und warten, bis es kalt geworden ist. Mhm. Wir können ja nochmal einen Frosch züchten. Ein Herzfrosch mit was nehmen wir denn? Hypnofrosch. Okay, da ist ein Herzfrosch draus geworden. So. Lanaga. Na, was ist los? Oha, das ist der Magier-Trick. Oh, soll Sophie den Klassenkameraden Luke zu sich einladen? Natürlich. Immer reinspaziert, wir müssen aufsperren, oder? Ja. Ja, genau. Das ist nicht schlimm. Die Leistungen sind nicht so rausragend. Aber du warst aufs Klöchen gegangen, nicht wahr? Wir gucken mal. Ja, natürlich. Das wäre ja auch was, hätten sie da in der Schule nichts. So, dann tu mal über dein Lieblingstier reden. Und wo haben wir denn deinen Besuch? Hat Julina muss auch was essen gleich. Oder hat Julina kocht was Feines? Was nehmen wir denn? Ja, wir haben ja nicht so viel aus. Oh ja, genau, das Popcorn-Grillen-Gericht. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier immer noch was rumspinnt. Ich mache mal zur Sicherheit etwas anderes, dass wir nicht unsere Zutaten verlieren, weil wir haben nur einmal Grillenmehl und ja, das wäre schlecht. Pfannkuchen, Bratfisch, mach den Bratfisch, genau. Ne? Oh, ich hätte so gerne mal einen Computer. Ja, der Papa braucht den immer, ne? Und dann steckt er ihn wieder in seine Hosentasche. Ich hätte ihn auch gern. Ja, ja. Alles neue Generation hier von Zockern. So ist das richtig. Was machst du hier auch an einfach? Raus. Wir haben keine Kerzen mehr. Die schönen Kerzen sind weg. Okay, du hast auch Hunger? Aber wo ist denn dein Besuch jetzt hin? Hat er sich irgendwo anders hin versteckelt? Das kriegt der Charlie mal. Was haben wir hier? Möhrenbrot. Naja, dann ess mal ein Möhrenbrot. Und du? Ja, irgendwie ist der nicht da, ne? Na, der kommt vielleicht noch. Wir haben bestimmt rechtzeitig aufgesperrt. Ja, okay. So, du brauchst auf jeden Fall nix. Du könntest aber deine Hausaufgaben machen. Komm mal hierher. Ja, Obstsalat mit Stäbchen. Oh lala, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das ist natürlich. Setz dich mal dahin. Die ist zu angespannt, um ihre Hausaufgaben zu machen.
Ja, dann mach mal ein schönes Foto von deiner Schwester, wie sie gerade ihr Möhrenbrot isst. Hey, es ist ein bisschen weit weg. Schade, aber gut. Sie kann es nicht lassen. Oh ja, es ist ein bisschen sehr klein, ich weiß. Das würde vielleicht auf einem Einkästchentisch besser passen. Oh lala. Und jetzt immer noch zu angesprochen. Oh, das ist hier wegen das. Ja, dein Papa ist halt auch da. Was willst du denn machen? Ich habe jetzt noch... Oh doch, wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Stuhl mehr, aber wir haben ja einen. Den holen wir mal und dann... Ja, die Julina war ja ganz fleißig. So, hier haben wir den Stuhl. Und ich würde auch sagen, wir machen diese Stehlampe dahin. Das ist quasi, ja, zur Beleuchtung für die Hausaufgaben und so. Und dann kannst du ja hier hingehen. Gucken wir mal, ob das klappt. Und du hast auch die Thalassophobie. Oh, das hast du von deinem Papa geerbt. Definitiv. So, du könntest, aber du bist am Essen. So, wie sieht es denn bei dir aus mit der Besteckpräferenz? Du nimmst lackiertes Holz, oder? Stahlstäbchen. Also das mute ich niemandem zu. Die Armzähne. Ja, weil du willst das auch lernen, wie dein Papa. Ist echt cool, dass man das jetzt da machen kann. Oh, und das funktioniert. Wunderbar. Schön. Ja, ich glaube, das liegt vielleicht an diesen Fenstern, oder? Dass da manchmal was stört beim Kochen. Das sind ja Mini-Dinger. Okay. So, hier hat keiner mehr Hunger. Ja gut, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das kann auch da rein. So, Charlie. Können wir hier noch irgendwas... War hier noch was? Selbstreinigende Beschichtung? Nee. Wasserstrom? Nee. Was ist hier? Ah, warte mal, du könntest Wasser sammeln, oder? Wie viel Wasser haben wir denn? Ja, nicht besonders viel. Ist das Ding kaputt? Nein. Oh, guck mal, hier ist Luke. Geh dir mal Hallo sagen. Kennenlernen. Na? Wolltest du nicht reinkommen? Wolltest nur ans Meer, ne? Ja, du wohnst ja ganz woanders, glaube ich. Du redest mit mir. Ja, du bist bei uns immer willkommen, Junge. Ach, du redest jetzt echt? Du solltest doch eigentlich einfach nur essen. So, was machst du? Du kannst mal deine Hausaufgaben machen. Oh, und dich haben wir hier vergessen. Oh, du kannst immer noch nicht. Oh, Mausilein. Ja, dann geh mal dahin und dann kannst du schön auf dem Teppich gefühlvoll spielen. Ja. Nee, nicht das, sondern der Weihnachtszwerg. Ja, wenn wir jetzt wahrscheinlich eh nicht unterwegs gehen, dann kann er mal endlich heute hoffentlich wirklich sein... Wieso spülen? Wieso spülst du automatisch? Okay, keine Ahnung. Ja, Schreddern. Ich wollte jetzt gerade hier gucken nach dem Schredder. Der steht ja jetzt hier oben. So, dann schreddern wir mal das alte Zeug weg. Ja, ich bräuchte eigentlich die Tücher nicht mehr, ne? Ja, ich kann mich so schlecht trennen, ne? Die sind so gefunden. Die waren so selten. Ja, ich weiß auch nicht. So, den Federnhaufen brauchen wir noch. Oh ja, die Kerze ist fertig. Grillenmehl, der Kühlschrank, Honigkuchen, Teller. Es ist ja nur der Teller. Dann haben wir hier das und Müllhaufen. Obstsalat. Opulentium. Die Rosen. Ja, und hier ist auch noch der Müll und Müll. Tränium. Macht das die Sims vielleicht traurig? So, dann geh mal auf. Ja, wunderbar, dass du nach oben gehen kannst. Durch die Treppe. Bitte nicht nachmachen zu Hause. Oh,
Willst du nicht auch Hausaufgaben machen? Guck mal, wie schwer beschäftigt die hier sind. Oh, der mag die nicht. Du beachtest mich ja gar nicht. Ja, sorry. Tut mir echt leid. Komm, wir können über Süßigkeiten reden. Ich muss erstmal aufstehen, sonst kann ich das Buch nicht wegpacken. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Du hast das Essen verpasst. Es gab Cupcakes, das ist doch voll gelogen, Sophie. Oh, schön. Hausaufgaben machen. Jackie hat Kreativität Level 4 erreicht. Ein neues Bild zeichnen, anderen Sims Fantasiegeschichten erzählen und Tagträumen nachhängen. Oh, schön, toll. Ja, was will man mehr? Upsala. So. Ganz toll. Ah, hast du sogar dahingestellt. Hi, heißt Junge. Eingepacktes Fleisch, direkt mit Schnur und Papier. Oh, wer bist du denn? Der Nappinspektor. Der sieht auch nappig aus, würde ich sagen. Ja, bisschen warm angezogen hier, hä? Was kann man hier noch machen? Einfach nur vorstellen. Na, dann stell dich mal vor. Da war doch mal jemand anders da. Na, gefällt Ihnen das hier? Oh, wer weiß. So. Du bist... Ja, du darfst dir natürlich Milch holen. Unsere Kinder hier sollten das nicht machen. So, dann gehen wir aufs Klöchen. Oh ja, Hausaufgaben beendet. Super. Dann kannst du das vielleicht ins Inventar stecken. Damit kann man ja gefühlvoll spielen. Ich guck mal gerade. Genie. Vielleicht, weil ich glaube, dann kriegt man Empathie, wenn man gefühlvoll spielt. Du tust mal Leute malen. Ja, und danach kannst du was essen. Wir haben... Ach so, nee, warte mal. Nee, du bist das Genie. Du bist nicht der... die Vegetarierin. So, hier haben wir einen Süßkartoffelkuchen. Den kannst du essen. Lebensstil gewonnen. Was haben wir denn? Gar nichts. Ist das irgendwie kaputt bei mir? Ich habe den Leben... Also Juline hat den Lebensstil gesellig freigeschaltet, aber... Ich sehe den nicht. Gesellig? Hier. Ist immer noch gesperrt. Wieso ist das so bei mir? Oh... Ich verstehe. Ich bin mit ihr drin. Ja, das geht natürlich nicht. Ah, wunderbar. Ich bin heute extra schlau. Das ist so, ja. Aber ich habe es noch gemerkt. Vielleicht ist das ja doch noch ein gutes Zeichen. So, Charlie, bist du fertig? Was ist hier? Was für eine Errungenschaft. Charlie hat ein komplettes Buch geschrieben. Er ist fertig. Toll, Charlie. Es wird in seinem Inventar abgelegt, damit er es jederzeit lesen kann. Ja, wir müssen das natürlich unseren Kindern vorlesen. Die haben ja nur so ein paar Stückchen mitbekommen und jetzt möchte ich mal gern gucken. Oh, Liebesmail natürlich an Julina. Bloß nicht verklicken jetzt, ne? Und ich wollte mal gucken, was es jetzt noch gibt. Kinder, Kurzgeschichten und Poesie könnten wir. Aber ich dachte, er kann auch Gedichte schreiben. Wo stand denn das? Ich habe schon gelöscht, okay. Egal. Jetzt muss die Julina nur noch wegwerfen. Das müssen wir wegwerfen. Sehen, was er... Kann sie jetzt mal ihre Mails abrufen? Ich gucke mal. Notizbuch, Kontakte knüpfen. Chat. Nein. Zu Lebensstil-Coaching gehen. Oh, auf diese Weise kann ein Sim einen aktiven Lebensstil entfernen. Ach so. Aber gut, dass das geht, wusste ich nicht. So, Internet-Surfen-Kunst. Ja, und wo ist hier mein, ja, keine Ahnung. Wir können hier anscheinend keine E-Mails abrufen. Schreiben.
Nö, Netzwerk. Haushalt? Oh ja, hier, adoptieren, Urlaub fahren. Das mache ich normalerweise immer am Handy bei denen. Am Phone. Spiel spielen, ja, keine Ahnung, also irgendwie Sicherheit. Nö. Keine Ahnung. Mehr Auswahl. Achso. Okay, weiter geht's. Ja, dann guck du mal nach, was habe ich gesagt, Erziehungsforen, ne? Bis wann spätestens muss ich die Kinder ins Bett gesteckt haben? Wie macht ihr das denn so? Also eigentlich rennt ihr immer den ganzen Tag rum und den ganzen Abend auch und die halbe Nacht. Und ich bin sehr froh, dass wir keine Nachbarn haben. Na, das ist der Papa. Und das bist du, ne? Das ist nicht die Haarfarbe deiner Mama. Das bist du. Ja. Achso, ich habe dir schon Kuchenessen aufgetragen. Okay. Ja, natürlich kommen die an die Wand hier. Aber man kann nur ansehen, man kann nichts hinschreiben. Gut. Ja, du bekommst auf jeden Fall das Gefühlvolle. Ja, ich glaube, ich mache das so, oder? Hier sie empathisch und Jackie Konfliktlösung. Es ist nicht immer so ganz einfach, aber wir probieren es mal. Wenn ihr andere Ideen habt, könnt ihr das gerne schreiben. Wenn ihr denkt, oh, für Jackie passt was anderes besser oder so, könnt ihr das gerne machen. So, du kannst Zähne putzen. Und was könntest du dann noch machen? Du könntest auch was malen, oder? Eine Winterbastelarbeit machen. Was steht eigentlich an? Oha, morgen ist der Winterfest. Ah, die Staffelpremiere. Sollen wir die wegschmeißen? Das sind ja eigentlich keine Fernseheulen. Komm, wir machen das weg. Ja, wir könnten da eigentlich einen ruhigen Tag machen, oder? Sollen wir hier irgendwas noch eintragen? Ach stimmt, wir haben gar keinen Blumenhasentag, ne? Wir machen vielleicht hier oder hier. Ja, mach mal ein bisschen mehr Luft. Hier ist ja noch Silvester. Das wird verregnet und vergewittert. Okay, dann tun wir hier mal einen Feiertag hinzufügen. Und den nennen wir, wie nennen wir den? Keine Ahnung. Das ist der Hasentag. Das ist total kreativ. Dann holen wir den Blumenhasen da rein. Und Fasten? Nein. Eisbärschwimmen geht bei uns, glaube ich, nicht. Ein Feuer? Weiß nicht. Gartenarbeit? Ja, warum nicht, ne? Oh, und Geschichten erzählen. Da kann dann der Papa mal vorlesen. Es sei denn, das machen wir vorher schon. Ja. Süßes oder saures Vorsätze? Naja, trainieren. Ja, ihr könntet uns auch mal so ein Fahrrad hier ins Spiel bringen. Fände ich eigentlich auch ganz cool. Oh, Romanzen sehen. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Aber schön, dass es das gibt. Der Partygeist lebt in uns allen. Ja. Ja. Gut, so der Hasentag. Genau. Deko. Frühling. Natürlich ist das ein schulfreier Tag. Wenn schon der Blumenhase kommt, ja. Okay, schön, da haben wir jetzt einen heißen Tag. Wenn euch ein besserer Name einfällt, könnt ihr gerne schreiben. Mir ist wirklich nichts eingefallen. So, du tust noch futtern. Oh, Luke ist immer noch da. Okay. Du, es gibt gar keine Möhrchen. Die gibt es wohl erst am Hasentag. So, mach mal Hüftstoß, weil es lustig ist und dann über die Schule regeln und dann nach Hause schicken. Oh, Fantasieabenteuer spielen. Oh ja, doch, das will ich auch noch. Aber nicht im Bad. Jetzt hast du wieder irgendwas vergessen hier. Ach Mensch. Sophie erhält manchmal bessere Stimmung, wenn sie am Computer SimsTV ist. SimsTV schaut. Gehst du jetzt nach Hause? Oh, guck mal hier. Gut gemacht. Dieser Haushalt erfüllt alle Bedingungen der aktiven Nachbarschaftsaktionspläne. Ja. Erziehungslevel 6. Toilettenwitz. Ich war gerade auf Klo und naja. Verbrecherkumpan werden.
Ja. Da gibt es dann wirklich Aktionen, die sind echt ganz witzig. So. Julina kann anderen Elternteilen jetzt ein besseres Gefühl vermitteln, wenn die Erziehung sich schwierig gestaltet. Wenn sie sich um Babys kümmert, kann sie jetzt sehen, was ein Baby braucht. Oh, Level 6 ist das. Super. Na? Du, ich gehe gleich ins Bett. Du solltest auch gehen, sonst weckst du mich, wenn du reinkommst. Keine Sorge. Ich bin doch kein Trampel. Ja, das sagst du so. Ja. Sophie und Jackie sind jetzt Verbrecherkumpanen. Sie können jetzt zusammen Streiche planen und ihren inneren Schelm rauslassen. Darauf mal noch eine Umarmung. Oder eine Beleidigung? Nee. Ich weiß nicht. Was nehmen wir? Auf Wiedersehen, so ein Käse. Liebevoll umarmen. Das wird wunderbar. Komm her, du Lama. Wir drücken uns mal eine Runde. Oh. Ja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis bald. Tschüssi.